Hallöchen, und da sind wir wieder bei Blödsinn machen und ja, Scheiße bauen. Scheiße bauen und Together. rumfurzen. Together. Blödsinn Nummer 1, alles klar. Lass direkt mal schnell hinlegen. Ne? Ja, Komm, genau. kommt ins Bett, kommt ins Bett. Links, rechts, bitte. Genau. Auf wen hüpf ich auf? So, heute wollen wir, wie wir schon gesagt haben in der letzten Folge, mal ein bisschen mit Thorncraft anfangen. Das im Nether war alles ein bisschen anders als geplant. Ich Ja. bin kurz nachdem ich Stopp gedrückt habe, wurde ich angegriffen und war tot. Bei Geist Hab steht sogar nichts noch im mehr. Chat. Ja, Wird auch, also die allein auch bei ja, Spider. Ich bin ja. auch zweimal gestorben. Ja. Erstmal hat mich irgendwas angegriffen. Ne, ich bin in Lava gefallen und dann hat mich noch eine Fledermaus angegriffen. Ja, und dann beim So. Zurückgehen eine Spinne und ja. Ja, So, wir fahren. jetzt gebe ich hier meinen Teammates erstmal jedem ein Gold. Ach nee, geht nicht, weil ich habe ja den verdammten. Den ziehe ich jetzt aus, der geht mir ums Zack. Ja, Den Anzug jetzt haben werden wir wir. gefunden. Jetzt Der brauchen hat wir ihn eh nicht. Magnetization drauf. Und immer wenn man was wegschmeißt, fliegt das um einen rum wie ein Arsch. Also das ist echt voll ätzend. So, jetzt brauchen wir erstmal jeder ein Goldnugget. Einen für die Möd. Einen für den Schwefti. Einen für mich. So, jetzt nehmen wir hier von den Shards jeweils drei Stück. Gebe ich auch einen weiter. Zack. Das ist halt Und das Grundgerüst, was man zack. für Formcraft braucht. Das ist ein Goldnuggets, ein Shard und ein Genau das. Sticky. Das gibt also quasi, da machen wir den. Diggi, nehmt euch einfach hier raus. Ich habe mir Habe einen ich schon. rausgenommen. So, und dann gehen wir hier eine Crafting-Box. Dann machen wir das nämlich so. Und da gibt es nämlich den Anfang. So, dann ist es die Vent of App. Apprentice oder so, wie auch Herr immer. Müll, du musst auch machen. Ja. Band of Zum Apprentice. Beispiel links unten Goldnagel, in der Mitte Stick und oben der Und Shard. der Schad ist Ah. egal. Also Schad kann man nehmen, welchen man möchte. Genau, Das und ist. Hand of Things. Also der Wiss lädt sich hier. Naja, er Auf, ne? lädt sich auf. Zwar nicht Aber schnell, nicht. aber er lädt Jo. sich auf. 13, 14, 15. Bei mir relativ schnell, also. 21, 22, Aber nee, 25. geht's, Es geht, geht, geht. geht. Ja. Könnte So, und besser sein, jetzt. aber geht. Jetzt haben wir hier die Bücherregale. Ich meine, vielleicht kennen sich manche von euch damit schon aus, manche nicht. Das ist halt das komplette Anfangsgerüst. Bücherregale. Und jetzt fängt einer von uns an. Zack, Klickt einfach den einen an. Rechtsklick. Der nächste. Und Von jetzt ich noch. Monikon. Oder wie schreibt man? Zack. So, und jetzt haben wir das Thaumonomikon. Zack. Ja. Das ist sozusagen das Rezeptebuch, weil einige werden sich ja gewundert haben, warum es keine Rezepte dazu gibt. Das ist Ja, halt bei der ganzen Magie-Kacke. das ist das absolute Ultra Mega Giga. Thaumcraft-NEI, würde ich es mal nennen, oder? Kann man, Ja, genau, so ja. kann man es. Nennen. So, und damit müssen wir jetzt an, weil jetzt müssen wir uns erstmal Plätzchen suchen, wo wir das überhaupt machen wollen. Okay, In aufgemacht. Weil irgendeinem Häuschen. hier im Haus. Gehen wir hinten. Nee, In ja. irgendein anderes Häuschen. Hier oben in das Häuschen, was wir uns gebaut Ja. haben, oder? Ja, da oben, nicht in den da oben bin, dann würde ich. Nee, das da hinten, was ganz leer steht oben, Genau, Leute. ja, das da hinten. Das obere da jetzt, links oben das. Ah, das, okay. So, wenn wir nämlich in das Thaumonomikon mal reingucken, immer viele lustige Sachen. Das ist das Geile an dem Mod ist einfach, dass du dein Rezeptbuch quasi bei dir trägst. Du hast Genau. also deine Rezepte bei dir, das, was du brauchst. Und wir brauchen als allererstes hier Rechten so Sachen. lustige Table hier. Die Oder? Ja. Aquaran Table und die Tables. Ja, den Arcane Table brauchen Workbench. wir den, aber dann brauchen wir erstmal den normalen Table. Ja, den Arcan, den Table, genau. Jungle So. Wood und. Das kann Ja, man ganz egal, was für normal. ein Holz, wir brauchen nur Slabs und. Und da oben, wenn man Welch? draufklickt. Oben steht immer, wo man das macht. Zum Beispiel, das kann man in der Workbench machen. Weil später stehen da andere Sachen oben, wie zum Beispiel, wie heißt der andere Table? Ja, Wusstest du schon Holz oder was? ich hole Holz, ich mach schon die Table. Aber da brauchen wir zwei, oder machen wir für Nee, da jeden brauchen wir einen eigentlich oder nur so? einen Ja, machen, oder? Dann insgesamt. Der Research Table. aber da brauchen wir ja zwei, damit der, also wird der da so groß. Ja, nein, wir brauchen drei sogar. Warum brauchen wir drei, hä? Ja, weil du ja einmal den. Du brauchst ja einmal den Research Table. Achso, und einmal den, ja, Und. Arcane Workbench. Und. Passt schon. Und die Arcane Dinger. Spruce Wood. Machen, nehmen wir Spruce Wood.
Table. Wo ist denn der Research Table? Der wird Ja, der irgendwie nicht. Research Table, den mache ich ja. Ja, aber der wird nicht aufgefüllt. Oder ist das einfach der normale Table? Nee, der normale Ja, nee, Table. da musst du die zwei Table aneinander stellen. Aber wollen wir wirklich so weit weggehen damit? Ja, ist auch blöd, ne? Denke ich schon. Mach du doch mal den Cauldron, Schwefti oder Ja. Möd. Einfach mit Eisen in der Reinigung. Workbench. Ja. Und dann draufklick mit dem Wand auf. Irgendwas. Wie heißt der Also ich bin der Wand Meinung, wenn wir auf? das so weit weg Schluss Nee, machen. ich würde fast sagen, wir machen da hinten keinen Raum rein. Sorry, keinen Raum rein. Hier. Hier Thermal rein irgendwie. Carbon habe ich. Ja, aber diesen Allystical Contract, den brauchen wir auch, oder? Oder brauchen wir dann Ja, aber noch später? nicht. Den bauen wir später. Den Okay. Möd kann dieses Scripting Tool machen. Scripting Tools. Was? Scripting Tool? Ach so, ja genau. Aus einer Feder, einer Ach Glasflasche so, und einem das hier. Inksack. Kannst du dabei machen? Weil ich will schon hier filmen mal. So. Da schnell. Mal ein kleines Räumchen machen. Da werden wir uns jetzt einfach immer, also das wird jetzt nicht so laufen, dass wir Ja. jetzt die nächsten 25 Folgen mit Thaumcraft verbringen, sondern wir werden einfach zwischendurch mal wieder uns da dran Genau. begeben oder Schwefti einfach mal Ja. wieder dann Und ich würde bisschen sagen, die Research Rezepte machen. searchen und so, das können wir offline machen, weil wenn man einmal das System verstanden hat, dann heißt nur noch Item rein und klicken wir blöder. Genau, dann die Rezepte werden wir uns so. Aber wenn, ich sag mal, dann irgendwas Besonderes ansteht, Ja, was wir wenn damit wir. machen, das werden wir auf jeden Fall zusammen machen. Nur halt nicht jetzt jede Folge, die folgenden Folgen, sag ich mal, damit verbringen, weil Das ist ja katastrophal dann, ey. das ist halt echt sau umfangreich, das Ding. Aber wenn wir so irgendwelche Sachen erforschen. Wollen wir das mit Holz machen oder wollen wir das mit einem Stein machen? Ja, Ich würde umgekehrt. Holz beibehalten, so wie wir hier haben, oder? vielleicht den Boden aus diesem weißen Stein hier, diesen. Ja, dann mach. Ja, ich nehme den mal. So, das eine Ding habe ich schon. Ja, was brauchen wir denn sonst noch so dafür? Das Scripting Tools. So, den Stein hier, oder? Boah. Können wir machen, ist ja, kann man noch immer umbauen, ist ja kein Problem. Wenn wir sagen, wir machen das mal, damit die Leute wissen, wie es funktioniert, und den Rest können wir dann wieder offline umbauen, Macht ihr denn da alle? verschönern. Ein Räumchen. Ich sag mal, der Raum muss ja jetzt nicht schön sein. Schön, aber selten muss der sein. Weil das können wir ja dann alles offline noch umbauen. Haben wir was zu Das ist tun? aber eins zu hoch, oder? Ja. Das ist ja mal wurscht egal. Wir müssen hier dort. Mann, oh Mann. Nicht Ach dort. doch, das ist eins zu hoch. Hast recht, Mann. Hast sogar recht gehabt. Was siehst du, ab und zu habe ich doch mal. Ich gebe es ja ungern zu, aber du hast recht gehabt. Ja, klar. Das. Einmal im Leben. So, machen wir hier nochmal eine Wand weg. Habt ihr da für einen Boden? Ja, irgend Keine. so ein Weißen Cobblestone. Cobblestone. Ja, jetzt haben wir parallel gleich viele. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich hier in der Ecke an, oder? Mit den. Ja, warte, ich baue noch hier den Boden rein. Wie gesagt, eine Wand. Wie wird überhaupt bewertet? Ja, das brauchen wir jetzt eh nicht, das. Nur mal ein bisschen hier. Wie gesagt, den Raum, den suchen wir uns offline noch einen schönen aus und machen den. Ein bisschen, ja. Was ist das hier? Weil das sieht alles sonst ein bisschen. Da haben wir wenigstens offline was zu tun. Genau. 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 Oh, jetzt habe Au. ich Ah, irgendeinem in die Fresse gehauen wir hier. brauchen einen Lava-Eimer. Warum? Ja, für diesen Bottich hier, weißt du, für diesen Cauldron oder wie er heißt. Da muss unter dem Ja. Lava. Ja, So, und Schwefti, dann jetzt weißt du schon, was du zu tun hast. stellen wir das so hier hin. Zwei Table. Und jetzt klicke ich einfach mit meinem Zauberstab hier drauf, Rechtsklick. Dann habe ich das Falsche gemacht. Weil, Ja. war nämlich blöd, ich habe jetzt den Table gemacht, den wir auch brauchen, aber das brauchen wir jetzt, was die Möd gemacht hat, nämlich das Das, ne? Scripting Tool. Genau. So, und jetzt haben wir nämlich hier diesen Table gemacht. Das ist ein, den kann man auch als ganz normalen Crafting Table nehmen. Nur die Besonderheit ist, dass eben noch der Zauberstab drin ist.
Wenn man irgendwas mit Zauber craften will, muss man eben diesen Zauberstab drin haben. Da wird eben Wiss genommen. Und der Genau. ist dann hier oben abgebildet. Und wenn ich den rausnehme, Ist er weg. dann ist er nicht mehr da. Und das hier ist nämlich, das ist das ultimative Ding, was wir brauchen. Das ist das Nonplusultra. Wenn wir da nämlich reinklicken, dann sehen wir das. Viel nicht, aber bis jetzt jede Menge Felder. Ja. 2, Jede Menge. 4, 5. Ja. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall als erstes mal Papier. Paper. Wir brauchen Paper ohne Ende. Können wir da Ich aus geh mal. Büchern, oder? Ja, Oder ich bin nicht? gerade dran zu schauen, ob das geht. Ja, wieso nehmt ihr? Ich hab doch Nee. sicher Zuckerrohr, oder? Aber nicht viel. Nee, bekomme kein Dings raus. Haben wir überhaupt den Zuckerrohr? Hätte Bin man ich eigentlich blöd? Ja, anpflanzen sollen. ich hab Zuckerrohr. Na, wir müssen ein bisschen was übrig lassen. Zum Anpflanzen noch, ne? Ja, aber es geht ja wie gesagt immer darum, dass die Leute verstehen, wie es funktioniert. So, ich habe mal 12 Paper gemacht. Weiß nicht viel, aber ich meine etwas. Ja, dann brauchen wir irgendwas, wo so ein Ding Ja, drauf dann ist. brauchst du, man braucht halt, man fängt halt mit irgendwelchen, also wenn man in sein Thermonomicon guckt, hat man ja schon hier Sachen vorgegeben. Hier zum Beispiel, also da steht nichts bei, aber man kann halt schon mal gucken, Will. wohin man machen könnte. Hier gibt es halt Richtungen und das alles, was hier noch unentdeckt ist, da kommen überall noch Sachen hinzu. Ja, Und anfangen muss man mit diesem Nieder, oder? Wie mit heißt diesem das? Nitor, das gibt Nieder. Nitor, das weiß ich oder wissen wir schon, weil wir es halt schon ein bisschen informiert haben. Und da brauchen wir halt, Ja, aber wir brauchen ja noch diesen Eimer, oder? Diesen Possible. ja, den können wir dann später machen. Wir müssen erstmal die Rezepte forschen. warte Was mal. brauchen wir für Nieder? Ich glaube, Redstone, Glowstone, da ist ein Kohle, oder? Ich habe mal hier den Cauldron. Ja, den habe ich schon. Was? Ah, den hast du schon. Da hast du ja gesagt, ich soll den bauen. Aber da brauchen wir noch So, einen ich noch mal. Lava. Ja, auf jeden Fall ist ja nur mal, dass wir den hinstellen und dann brauchen wir nämlich hier den Zauberstab. Komm mal her, Möd. Ja, ich komme schon. Schon da. So, wenn du den nämlich hin, klick mal mit dem Zauberstab hier drauf. So, und dann wird das nämlich zu Da. diesem Ding, wo Wasser reinkommt und unten drunter kommt dann noch eine Flamme. Das setzen wir einfach offline drunter, die Flamme. Einfach eine Lava. Und wie gesagt, das wird eh nicht so bleiben. Das ist jetzt alles nur mal professionell, hätte ich fast gesagt. Das ist alles Professorisch. professionell für ihn gemacht. Professor. Professorisch gemacht. Da erforscht man dann halt die Sachen drin. Aber erstmal müssen wir hier. So, ich könnte ja auch hier reingucken, wenn ich hier reingucke. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt was reinlegst. Ja, So, wo hier sieht unten man? gibt es noch einmal Chaos, Turf Kursov und oder so Chaos. und einmal, also grün ist. Einfach dafür da, dass man Vinyl. sagt, okay, es geht nicht immer ein Item kaputt, die Chance, aber in die Korrekt. richtige Richtung zu kommen, ist geringer. Und wenn man Rot nimmt, geht eben meistens ein Item kaputt, die Chance ist aber höher. Genau. So, seht ihr, dass ich da Kohle reingelegt habe? Ja, jetzt kommt hier ja. So, und jetzt kommt hier Ignis. nämlich Ignis, Potentia Potentia. und Saxum. Saxo. So, und jetzt klicken wir mal hier. Oben auf das, auf die Dings wurde was geklickt. Genau, Auf oben die auf die Lupe. Lupe habe ich geklickt. Aha. Und jetzt haben wir hier oben ein Feld, wo noch nichts drin steht. Also noch nichts. Genau, Ah, jetzt jetzt haben kommt wir schon, jetzt irgendein kommt schon das erste. Ignis. Das 50 heißt, es Prozent. wird in die Richtung Ignis gehen. Jetzt kriegen. Ah, guck, jetzt haben wir schon 100% Ignis. Aber es kommt ein zweites dazu. Und hier ist Research Node, steht schon Nitor. So, und jetzt muss Schwefti mal was da rein tun. Ich habe jetzt nichts mit, warten. Ich gehe Ich Redstone dachte holen, den oder? Redstone und. Nee, nicht Redstone. Glowstein. Glowstone und was brauchen wir noch? Ich bin mir nicht sicher, was Waren das Redstone. noch? Redstone, gell? Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch Redstone. Bin mir Nehmen gar einfach nicht mal beides sicher. mit. Jetzt mal ich da Nee, rein. da. Und jetzt kommt hier Lux Jetzt kommt und nämlich ah ja, Lux. genau, ja, Lux, ja. Dann klickt man auch mal drauf zum Beispiel. Zack. Bekommt Weil man jetzt sieht da. man, dass auf jeden Fall noch zwei Sachen fehlen, um Nidor zu bekommen. Genau. Jetzt haben wir 40% komplett. So, jetzt haben wir So, wieder und das ist eins. jetzt dieses Lux. Also dieses Visum wird gleich irgendwann ausgrauen, wenn das nicht mehr dabei ist. So, dann drücken wir nochmal. Jetzt haben wir 62%, 87%. Und jetzt steht hier schon oben, jetzt steht schon oben nicht mehr so Hieroglyphen, sondern steht hier schon
This glowing flame seeks for be fueled by magic itself. Genau. Und dann bla bla blub und... Jetzt müssen wir das Lux auf 100% noch bringen, oder? Ja, genau. Das heißt einfach weiter so, 100%. Jetzt dann fehlt uns noch ein Teil. Ja, ich glaube, jetzt doch mal. Seem to produce such heat. Ja, Potenzial. Genau, Potenzial. Bekommen wir aus Redstone. Jetzt klickt die Müll. Also ja, Müll, da ist sie jetzt schon. 50%. Jetzt haben wir schon hier. Ja, nochmal raufklicken. Also ja, ab klickst, 75 oder 80% kommt oben immer diese Liste, wo dann drin steht, ein kleiner Hilfetext steht, genau. Wonach man weiter suchen muss ich können. Auf die Lupe oder auf die Lupe? Auf die Lupe, auf die Lupe. Oh. Immer weiter. So, 62, weiter, 75, 87, 100. Jetzt 100, ja. Jetzt hat man ein schönes Dreieck und man sieht, links ist eine Schriftrolle draus geworden. Genau, Nidor. Die kann jetzt irgendeiner von uns rausnehmen. Ja. Irgendeiner hat sie rausgenommen. Und da sieht man schon, 100% Licht, Feuer und was ist das andere eigentlich? Potenzial, was ist denn das? Potenzial ist Stärke, glaube ich hier. Stärke, Licht, Feuer, Stärke. So, und die kann man jetzt aufmachen und kann die halt quasi auch lernen. Zack. Jetzt Bild steht sie komplett, in... Nito. Genau, jetzt müssen wir das auch noch machen. Warte, ich mach das mal schnell. Und jetzt sieht man, hier haben wir Nito erforscht. So, jetzt mache ich das mal schnell. Ich bräuchte nochmal Glowstone. Hast du noch Glowstone? Warte, wenn ich dir mein Buch gebe, hast du das dann auch erforscht? Ist das im Buch gespeichert? Warte, hier. Oder ist das personenabhängig? Warte. Nee, ist Person. Ist, du hast es nur, ich hab's nicht. Ah, ist aber auch blöd. Alle drei immer das gleiche lernen. Na, no, was soll das sein? Glowstone, bräuchte ich. Ja, und boah, da kann man halt dann natürlich auch verschiedene Sachen reintun, weil wenn man auf ein Item Shift klickt, sieht man da oben zum Beispiel bei Holz oben so einen Baum. Warte mal, hier, die Sachen brauchst du, dann kannst du dir das Rezept auch noch lernen. Ja. Da sind verschiedenste Sachen oben. Also zum Beispiel so, jetzt haben wir hier, sehen wir hier. Wenn wir da drauf gucken, dann sehen egal wir egal die Reihenfolge, oder? Ja. So, Research Complete, Nidor. Das haben wir's. Jetzt sehen wir auch, wie es gemacht wird. 70. Und dafür brauchen wir eben den Cauldron und wie weit sind wir denn, Schrifty? Ja, fertig. Sie sage ich ja. Also man sieht jetzt auf jeden, zum Beispiel wenn man auf Holz mit Shift gedrückt hat und drüber fährt, sieht man zum Beispiel Baum oder bei anderen Sachen sieht man halt zum Beispiel bei diesen Cauldron sieht man Eisen. Das sind einfach die Sachen, die man damit, ja. Muss ich da jetzt Rechtsklick auf das Ding machen, oder war das? Ja, genau. Und ich würde sagen, wir erforschen offline noch ein bisschen weiter. Und wie es dann weitergeht, also wir bauen den Raum da um und wie es dann weitergeht, wie wir jetzt dieses Nidor genau bekommen, das zeigen wir euch einfach in der nächsten Folge. Genau. Oder? Ja. Oder in der übernächsten, je nachdem, was wir vorhaben noch. Ja, also, genau, so machen wir es. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ansehen, kommentiert, liked, abonniert. Ja. Genau. Und macht's gut. Ciao. Nö, ich lasse die anderen gehen, ich bleib noch hier. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich bleib noch hier bei den Jungs.